So Leute, ich habe mir gedacht, weil es viele Leute gibt, die absolut scheinbar keine Ahnung haben, wo man in Elden Ring hin muss, sei es, weil sie gewisse Texte nicht lesen oder gewisse Itembeschreibungen sich nicht durchgucken, weil die geben euch schon viele Hinweise, was ihr machen müsst. Habe ich jetzt beschlossen, ich zeige euch einmal komplett über die Karte, wie ihr laufen müsst und was zu beachten ist bei der ganzen Aktion. Also, wenn ihr spawnt, landet ihr hier. Das ist der Friedhof. Der erste Schritt ist hier vorne. Dann bewegen wir uns einmal den ganzen Weg hoch, gehen zum Haupttor. Da erhaltet ihr euer Pferd, euer Level-Up-System und so weiter und so fort. Wenn wir da waren, können wir noch einmal in die Halle gehen, uns ein paar Items kaufen und mit den NPCs sprechen. Von da an gehen wir auch direkt zum zweiten großen Boss. Der befindet sich hier oben. Margrit der Grausame. Wenn wir den gelegt haben, gehen wir in die Festung rein, außenrum durch den Wall. Und hoch bis zum letzten Boss von dem Gebiet. Der hier oben. Das ist einer der Halbgötter. Gibt euch eine große Seele, ich glaube 20k. Oder ihr holt euch die Waffe von ihm. Das bleibt euch überlassen. Damit fertig. Kommen wir zum nächsten Teil. Das ist bis jetzt alles noch relativ simpel. Wir werden uns hochbewegen. Ich habe leider die Karte noch nicht freigeschaltet. Aber ihr werdet sehen, wenn ich es euch zeige. Und zwar müsst ihr hier oben zur Akademie. Und der nächste große Boss ist. Wieder eine Göttin. Ich glaube, sie heißt Raya Lucaria, die Mondgöttin irgendwas. Ja? Der Weg ist aber verschlossen von der Bibliothek. Und zwar habt ihr hier unten das Templerviertel. Und links daneben wird ein Drache sein. Der Drache bewacht ein Item. Und zwar den Kristall-Zepter-Schlüssel. Sowas in die Richtung. Damit könnt ihr die Versiegelung aufheben und rein. So, damit habt ihr den zweiten Boss der Hauptzoll schon gelegt. Bewegt euch immer weiter nach oben, nach oben, nach oben. Bis sie irgendwann ins neue Gebiet kommt. Gibt nur ein Problem. Da ist ein Aufzug davor. Aufzug von Dektus. Um jetzt diesen Aufzug zu benutzen, das ist ein bisschen, muss ich sagen, das fand ich auch Bullshit, ich weiß nicht. Ich habe es dann rausgefunden, weil ich noch die Items in der Tasche hatte. Ihr braucht zwei Medaillons. Das eine Medaillon findet ihr noch im ersten Gebiet. Und zwar hier unten bei der Festung Hyde. Da ist ein Medaillon. Das liegt oben auf der Festung drauf. Da ist eine Truhe oder eine Leiche. Eins von beiden. Auf jeden Fall, das müsst ihr euch holen. Da habt ihr das eine Teil des Medaillons. Das zweite Medaillon ist hier oben die Festung Farod. Da klettert ihr vorbei an den ganzen Fledermausviechern und oben auf dem Dach wird auch wieder das zweite Medaillon liegen. Somit habt ihr beide und könnt den Aufzug benutzen. Über den Aufzug laufen wir dann aufs Großumfeld, Umland. Wie hieß es? Ah nee, Plateau. Plateau hieß es, genau. Plateau. Hier oben könnt ihr euch die Karte fürs Plateau holen und noch ein bisschen Goldsaat. Aber für die Story ist eigentlich nur wichtig, gerade hier über die Brücke, durch das Tor, lauft ihr quasi hier einmal außen rum. Das Tor wird zu sein, das Haupttor. Das werdet ihr auch nicht aufbekommen. Ihr lauft einmal komplett außen rum, hinten rum, bis hier zur Brücke. Da wird ein Bossfight euch erwarten. Es ist ein ziemlich knackiger. Das ist ein Baumwächter. Holy Tree Guard oder sowas. Wie ihr auch im Anfangsgebiet habt. Nur ein bisschen abgegradet. Angekommen am Hauptstadtwall werdet ihr das erste Mal in der riesengroßen Hauptstadt sein von diesem Game. Die absolut verwirrend ist. Ja, ich bin da im Stream bestimmt 3 Stunden oder so rumgeirrt und hab den Weg nicht gefunden. Aber ihr habt ja mich, kein Problem, ich zeig's euch. Also ihr werdet hier reinkommen. Werdet euren Weg über den Hauptwall machen. Werdet dann hier vorne drauf sein, könnt entweder hier runter und hier durch die ganzen Gassen gehen oder ihr geht nach hier. Ach komm, ich zeig's euch gerade mal. Das geht besser. Weil das, der Stadtabschnitt, der ist sehr, sehr verwirrend. So, ihr werdet hier Liendel, königliche Hauptstadt, spawnen. Und von da aus werdet ihr euch hier links lang bewegen. Jetzt gibt's viele Möglichkeiten, scheinbar hier durchzukommen. Also der Weg, wo ich jetzt weiß, ist nicht der einzigste. Da gibt es noch ein paar. Aber das ist egal. Ein paar. Es sollte angeblich noch einen zweiten geben, den ich aber nicht gefunden habe. Keine Ahnung, ob ich dafür zu blöd bin oder was weiß ich. Ich werde hier direkt auf die Dächer abhauen. Lauft über die Dächer. Hier sind ein paar kleine Kobolde, Gargoyles, was auch immer. Können wir getrost ignorieren. Immer weiter, bis auf die große Hauptstraße hier vorne. Da rechts, wenn ihr da lang lauft, kommt ihr schon zum nächsten Boss.
Oder was heißt im nächsten Boss? Da geht es erstmal gar nicht weiter. Ich meine, ins nächste Gebiet. So rum. So ist richtig. Wir müssen dafür aber erstmal den Main-Boss von diesem Gebiet killen. Damit der das Siegel hat. Es ist wie so eine Versiegelung drauf, dass er nicht durchkommt. Sagen wir wie in Dark Souls 1, wenn ihr noch keine Lord-Wessel habt. Angekommen hier. Holt ihr euch das Bonfire. Nochmal auf der Karte gezeigt. Ihr seid dann hier unten. So, die Guides haben alle gesagt, hier könnte man irgendwo durchlaufen. Das war aber Bullshit. Also ich habe es zumindest nicht gefunden. Der Weg, um hoch in den Wall reinzukommen, quasi in die Festung, ist hier unten durch. Hier lang. Springt nirgendwo auf die Dächer. Genau, so, falsch. Fast selber verschissen wieder. Ihr muggelt euch hier ein bisschen vorbei. Klettert hier auf den Drachenflügel drauf. Hallo, der Herr. Hört sie auf. Der hat hier auf den Drachenflügel drauf. Bis nach ganz, ganz oben. Nochmal. 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 Wunderbar. Bringt hier runter. Und werdet gleich am neuen Bonfire rauskommen. Wenn ihr dann am Bonfire seid, ist es eigentlich selbsterklärend. Da müsst ihr nur noch eine große Wurzel hochlaufen und schon seid ihr beim Boss. Achtung, Achtung, Achtung. Da können wir den... Ich habe die falschen Waffen dabei. Ach, geht. Passt. Okay, cool. Und zwar habt ihr dann hier vorne einen Bonfire. Links wird es jetzt drin sein im Raum. Genau. Angekommen am Bonfire seht ihr hier vorne die große Wurzel, die links hochgeht. Und die lauft er quasi als nach oben. Und da oben in der Halle ist der nächste Boss. Dann habt ihr das Gebiet. Soweit gekommen, könnt ihr oben beim Refugium des Erdbaums wieder rausgehen an der einen Seite. Führt euch dann zum Schlafgemach der Königin. Von da aus geht's hoch zum Eldenthron. Beim Eldenthron wird der nächste große Bossfight auf euch warten. Hier handelt sich auch wieder, es ist ungefähr der gleiche Boss wie im ersten Gebiet. Aber der ist gut machbar. Ihr müsst halt ein bisschen aufpassen. Hat er ein paar neue Sachen. Er hat jetzt zum Beispiel zu seinem Hammer und zu seinen Dolchen noch einen Speer dazu bekommen. In der zweiten Phase geht er wie in so einen Rage-Mode, wo er noch einen Katana in die Richtung bekommt. Keine Ahnung. Aber das geht schon ganz klar. Dann werdet ihr mit der Melina reden. Dann wird sie euch sagen, ja Bro, da hinten ist Dorn, Alter. Das ist nicht so geil, da kommen wir nicht so leicht durch. Okay. Ihr bekommt in dem Zusammenhang auch noch gleich ein Medaillon von ihr. Also, wenn wir jetzt den Weg auf der Hauptstraße wieder zurücklaufen... Habe ich ja gesagt, er kommt ins nächste Gebiet. Und jetzt der Moment. Hier ist ein Tor. Macht ihr auf. Geht hier rein. Hier rum. Fahrt hier mit dem Aufzug hoch. Und werdet dann quasi, wenn ihr dann hier auf dem Auszug rauskommt, in einem Nebelgebiet rauskommen. Hier ist ziemlich viel Nebel und Schnee. Ihr folgt einfach als der Markierung. Hier liegt auch eine Questmark dann von Melina. Ihr geht quasi den ganzen Weg drumherum. Über die Berge. Über eine unsichtbare Brücke, Leute. Da ist eine unsichtbare Brücke an diesem Gebäude. Ich zeig's euch nochmal. So. Da ist hier vorne. Also wenn ihr das vor euch seht, wisst ihr, ihr seid richtig. So bin ich zumindest hier hochgelaufen. Das ist quasi einmal der Weg unten lang, durch die Schlucht, hochlaufen und hier hoch. Und weil das wieder so ein Bullshit ist, der Weg über die Brücke, relativ Souls-like, ja, keine Ahnung, wir hatten es schon mal gehabt. Ihr werdet euch jetzt wundern, what the fuck, aber es geht, einfach straight über die Luft drüber reiten. Ab einem gewissen Punkt, ich orientiere mich hier an den Nebelschwaden, die da vorne laufen, wenn ich sehen könnte, das Weiße. Könnt ihr hier drüber laufen? Es ist immer der gleiche Punkt, gerade wo ich langlaufe und seid hier oben. Von da aus lauft ihr weiter, immer weiter, immer weiter, über die Kette, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wieder über die Kette. Sagen wir, wenn ihr hier das Bonfire habt. Ja, jetzt mal gerade Real Talk. Der nächste Boss danach kommt, hat für mich dieses ganze Spiel so viel schlechter gemacht. Es ist ein wirklicher Scheißboss hier. Auf dieser Insel. Aber ihr werdet selber sehen. Macht euch eure eigene Meinung. Für mich hat
ein Boss das ganze Game quasi gekillt, keine Ahnung. Ich hatte so wenig Spaß mit ihm gehabt. Wir haben gestern 3 Stunden im Stream versucht, diesen abgefuckten, unfairen Boss zu machen. Aber wie es auch sei, so. Also, nachdem ihr den Boss geklatscht habt, geht ihr die Ketten hoch. Seid bei der Schmiede der Riesen. Bei dieser Schmiede werdet ihr hinten Bonfire sehen. Da ist sonst nichts auf diesem ganzen Ding. Ihr könnt nicht reinspringen, dann sterbt ihr. So, wenn ihr an dem Bonfire sitzt, wollt ihr einmal beim Bonfire rasten. Dann kommt eine neue Option, die heißt mit Melina sprechen. Ihr sprecht mit Melina, Melina löst ein Event aus. Ist ja egal, was für eins. Ja, sonst ist wieder Spoiler. Ihr werdet hier nach Arasul geportet, zerfallenes Farum Azula. Müsst quasi einmal in der Kreisbewegung dieses ganze Gebiet durchkämmen, wo auch die schwersten Bossfights, glaube ich, von der Spielereihe sind. Also von der Spielereihe, von dem Teil sind. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr euch wieder, kommen wir nämlich ans Ende, in die heilige Stadt porten. Die ein bisschen mitgenommen wurde dann später durch gewisse Events. Und müsst wieder hoch zum Eldenthron. Da werdet ihr noch 1-2 Bossfights machen und dann gegen den Endboss kämpfen. Gegen den Eldenkönig. Wenn ihr das gemacht habt, seid ihr der neue Eldenlord. Und euch steht Postgame offen. Also Postendgame quasi neue Gebiete. Es gibt, glaube ich, 3 oder 4 an der Zahl. Eins davon ist ein relativ großes, was hier oben sein müsste irgendwo. Dann gibt es noch einen Vulkan. Es gibt hier unten gibt's noch ein komplettes Gebiet dann. Und was weiß ich. Es sollte nur ein kleiner Hinweis sein. Vielleicht hilft es euch ja, keine Ahnung. Ich war ein bisschen aufgeschmissen, gerade in diesem Abschnitt. Aber ich habe euch ja gezeigt, wie ihr da hochkommt. Deswegen, Leute, würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Haut's da rein. Tschö, tschö.